Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Es ist Sonntag, es ist 17 Uhr und ich begrüße euch in Pauls Kona Kochstudio. Herzlich willkommen. Heute gibt es Quiche Lorraine oder sowas in der Art, bevor jetzt hier gleich die Quiche Lorraine Polizei die Tür reingestürmt kommt und mich festnimmt. Weil das Ganze, was ich heute veranstalte, ist eine bodenlose Frechheit, würden die sagen. Warum, weshalb, wieso, erzähle ich euch gleich. Aber erstmal gucke ich, wen ich begrüßen darf. Meine Frau ist da. Die Schacki ist da. Das ist Jutsch wahrscheinlich auch nicht weit. Die Millie ist da. Hallo Millie. Anne und Jan sind da. Der Daniel ist da. Und dann ist wahrscheinlich auch die Conny da. Und die Angelika. Hallo ihr Lieben. Meine Frau war die Erste. Auch das nochmal gesagt. Drüben bei Twitch sehe ich noch niemanden. Und zwar, wir machen heute eine Low Carb Quiche Lorraine, weil ich ja in 99,9% der Fälle immer Low Carb bastel. Und was wir dafür brauchen und warum das Ganze eine bodenlose Frechheit ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar, wir haben hier eine Kamera oder können auch die hier nehmen. Ja, nehmen wir es mal. Die hier. So, und zwar, Quiche Lorraine ist ja quasi so ein Speckkuchen. Dafür haben wir Bacon, wir haben nachher ein bisschen Käse, wir haben Eier, wir haben hier Sahne, wir haben hier Milch, die mit den dicken Armen, wir haben Zwiebeln, was jetzt nicht so Quiche Lorraine-mäßig ist, Brokkoli, einfach damit die Frau nicht sagen kann, es fehlt Gemüse, deswegen da noch Brokkoli. Was fehlt, ist der Mürbeteig, denn das Ganze wird eine bodenlose Frechheit und somit ohne Boden und deswegen gibt es das nicht. Fangen wir nochmal an mit der Vorbereitung so ein bisschen. Ein bisschen hier Platz schaffen, dass wir gleich was schnibbeln können. Und zwar im Brokkoli. Achso, hier ist auch noch Hühnerbrühe. Habe ich ganz vergessen aufzuzählen. Die brauchen wir gleich für den Brokkoli noch so ein bisschen. Und ein bisschen Senf. Also ich hoffe, das reicht. Mal gucken. Ansonsten muss noch jemand schnell zur Tanke Senf holen. Aber ich glaube, das sollte gerade so reichen. Dann schnappen wir uns noch ein Brett. Um dann gleich den Brokkoli zu schnibbeln. Gucken wir mal ganz kurz nach euch, wie es euch so geht. Ja, mit dem Kopf in die Küchenmaschine geraten, so in etwa. Nee, es wird einfach mal Zeit für einen Friseur, aber irgendwie ist das ja momentan nicht ganz so einfach mit Friseur und überhaupt. Und allen weiteren Veranstaltungen. So. Dann stammt uns auch noch eine Schüssel, dass wir auch das irgendwo reinschmeißen können. Hier ist der Brokkoli. Da schneiden wir es von unten ein bisschen was runter, damit wir es gleich besser zerteilen können. So. Hier könnte man essen, muss man auch nicht. Es reicht, dass wir genug anderes Grünzeug, Unkrautmäßiges dabei haben quasi. Das schnippeln wir jetzt ungefähr, ja, mehr oder minder mundgerechte Stücke sollen das werden. Wenn ihr eine große Klappe habt, passt natürlich noch viel mehr rein. Wo ich gerade Daniel im Chat gesehen habe, den muss ich sowieso nachher noch was anhauen. Weil ich habe die Tage einen alten Bekannten durch Zufall in der Stadt gesehen. Wusste gar nicht, dass der jetzt scheinbar irgendwie Security macht oder so. So, auch hier, was noch ein Kleinkram ist, einfach alles so mit in die Schüssel rein. Das kann man alles gleich mit verwursten bzw. vergemüsen. Nur so die dicken Strunkteile, die wollen wir nicht haben. Ja, machen wir es auch ab so. Wie das wieder aussieht hier. Wenn wir jetzt einfach nur ein Stück Schnitzel erlegt hätten oder sowas, wäre das nicht so eine Krümelarbeit. Dasselbe, wenn ich hier so Blumenkohlreis mache oder so. Auch da ist die halbe Küche voll mit dem Zeug. Deswegen lieber
Ein bisschen mehr Fleisch, bisschen weniger Gemüse. Das ist einfach besser. Weil weniger Dreck. Und schmeckt auch besser. Also hier so ein bisschen eine braune Stelle. Die kann auch mit weg. Hier ein Stück dicker Strunk, der Rest ist okay. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Die Leute unter euch, die geimpft werden können, hoffe ich, dass ihr schon einen Termin habt. Ich habe noch keinen. Bin zwar inzwischen priorisiert, aber das ist immer so ein bisschen problematisch. So, haben wir hier den Brokkoli, so gut es geht, ein bisschen zartstückt. Ein bisschen von dem Restzeug hier mit rein. So, den Rest einfach kurz das Brett sauber machen, umdrehen, damit wir gleich mit den Zwiebeln weitermachen können. Bevor wir die Zwiebel weitermachen, gucke ich noch mal kurz nach euch, wie spät das ist quasi. Weil in die Flasche geschaut wird auch noch mal. Ja, den kennst du. Das ist dein Nachbar. Daniel hat den ersten BioNTech-Peaks hinter sich. Einmal kurz in die Flasche geschaut, wie spät das ist. Und nun geht es weiter mit der Zwiebel oder den Zwiebeln. Ich habe hier zwei rote und eine große Gemüsezwiebel. Von der Gemüsezwiebel nehmen wir auch nur eine halbe. Das reicht dann auch. Kurz das Messer einmal abgespült. Zum Schälen von den kleinen Zwiebeln nehme ich auch lieber ein kleines Messer. So. Das heute wird auch wieder ein Gericht. Jeder, der es schafft, Wasser nicht anbrennen zu lassen, kann auch das nachkochen. Also ist echt kein Problem dann. Und zur Quiche Lorraine an sich, wie gesagt, die ist eigentlich mit so einem Mürbeteigboden. Ganz, ganz ursprünglich traditionell war es auch mal ein Brotteig. Und dann gefüllt mit einer Eiermilch, mit Speck und Zwiebeln. Bei uns sind heute auch Speck und Zwiebeln drin. Wir lassen den Mürbeteig weg, dafür ein bisschen Brokkoli mit rein. Wie gesagt, deshalb muss ich aufpassen, dass die Quiche Lorraine Polizei mich nicht überfällt. Und gefangen nimmt. Aber ich glaube, bis die hier sind, ist das Essen schon vernichtet. Dann fehlt quasi jeder Beweis. Und keine Sorge, die andere halbe Zwiebel, die schmeiße ich nicht weg. Die kommt nachher in der Tupper-Schüssel. Wird morgen verwurstet bzw. vergemüst. So, das schneiden wir jetzt in mehr oder minder große Würfel.
Ganz so akkurat muss es nicht sein. Aber es muss halt auch nicht riesengroße Brocken sein. So. Wie ihr seht, das ist echt alles kein Hexenwerk. Geht super schnell. Es gibt Leute, die würfeln ihre Zwiebeln in irgendeiner Küchenmaschine. Kann man machen, aber dann sind sie eher gematscht als wirklich geschnitten. Und dann kommt noch mehr von dem Zwiebelsaft raus. Und wenn man sie selbst schneidet, dann kann man auch heulen wie so ein Mann. Weil es echt schon gerade eine sehr traurige Angelegenheit. Wobei das Ganze noch weniger traurig wäre, wenn ich das nicht so ein bisschen hacken würde, sondern eher schneiden. Also mit weniger Druck, dafür mit mehr durch die Zwiebel durchschneiden. Aber so geht es einfach schneller. Und dann kann man auch ruhig mal ein bisschen weinen und eine Träne verdrücken. Weil so alles heute so traurig. Guck mal doof, ja, dann gereicht. Ganz kurz mal den Dreck aus dem Gesicht wischen. So. Ich bin halt sehr nah am Wasser gebaut. Haben wir jetzt auch die Zwiebel soweit fertig. Die packen wir zur Seite. Das Brett kann auch erstmal weg mit dem ganzen Müll drauf. So. Und bevor es hier weitergeht, gucken wir noch kurz nach euch. Nee, Daniel, nicht der Nico. Andere Seite, der Heiko. Der Lukas ist da. Hallo Lukas. Die Uschi ist da und dann ist am Band auch nicht weit. Hallo ihr zwei. Was ging die Woche? Ich glaube nix. Also nix, was irgendwo großartig interessant wäre. Was machen wir jetzt? Wir schnappen uns eine Pfanne. Schmeißen die auf den Herd. Hier wieder kurz ein bisschen die Spiegelung abdenken. Jetzt guckt euch die Pfanne an. Fällt euch was auf? Ne, nicht am Markenname, sondern da ist keine Schutzfolie mehr drauf. Ich bin hintergangen worden. Mir wurde die Schutzfolie geklaut. Eine Frechheit ist das hier. Nix als Frechheiten. So, Herd einfach mal auf die 5 und den Bacon da rein. Nur Pfannenwände einfach so ein bisschen verteilen. So, passt schon. Fertig, also fast. Dann machen wir weiter mit der Eiermilch quasi. Dafür brauchen wir Eier. Wer hätte das gedacht? Einmal ganz kurz über die Nase drüber putzen. So, kann weitergehen. Und zwar, wir brauchen Eier. 6 Stück. Komplett wie sie sind, rein.
Hände abwaschen. Zu den 6 Eiern gesellen sich jetzt 200 Milliliter Sahne. Fertig. Und 100 Milliliter Milch. Wie gesagt, da nehme ich immer die mit den richtig schönen dicken Armen. Schicke ich auch extra immer drauf. Hier. Fettarme hat die gute. Rein damit. Kurz Milch und Sahne wieder in den Kühlschrank. Dann brauchen wir ein bisschen Pfeffer. Schwarz, wie meine Seele. Und frisch gerieben. Nicht wie meine Seele. Ich habe heute Morgen übrigens einen Clown gefrühstückt. Bisschen Salz mit rein. Dann Muskatnuss. Da das Ganze ja französisch ist, quasi, was wir heute machen. Muskatnuss. Sage ich wieder Muskatnuss. Muskatnuss. Wer aber nicht weiß, worum es geht, einfach mal nach Louis Dauphiné googeln und Muskatnuss. Wobei Google müsste nicht mal unbedingt, sondern einfach bei YouTube danach suchen. Auch nicht jetzt, sondern später. Weil erstmal guckt er mich zu Ende. Und dann schaut ihr mal, was Louis Dauphiné mit Muskatnüssen zu tun hat. Das ist fast fertig. Jetzt brauchen wir einen Esslöffel. Und Senf. Mit MPF. Senf. Ruhig großen, ordentlich vollen Esslöffel. Hier noch so ein bisschen Restmilchsahne aus dem Messspender mit rein. Deckel auf den Senfeimer. Hat es doch noch gereicht von der Menge. Ich war schon ein bisschen skeptisch. Und jetzt rühren wir das Ganze mal um. Somit wäre das auch fertig. Stellen wir zur Seite. Das zur Seite. Den Herd mal kurz auf 6, damit er ein bisschen mehr Gas gibt. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Jetzt schalten wir auch schon mal den Backofen an. Und heizen ihn auf 200 Grad vor. Räumen auch schon mal hier die Pfanne, die da hängt. Die gute Stahlpfanne. Aus dem Weg, weil die brauchen wir heute nicht. Und ich schaue mal kurz nach euch, was ihr so erzählt. Einmal Kamera nochmal gewechselt. Ja, Schutzfolien geht. Die gute Schutzfolie. Ja, Lukas, dass du mir rückfällst, das war mir so klar. Genau, da die Eier komplett mit Schale einfach rein. Einfach alles rein. Die Jenny guckt zu. Hallo Jenny. So, wie gesagt, hier der Bacon, der wird jetzt einfach ein bisschen ausgelassen, deswegen auf mittlerer Temperatur. Ich schalte jetzt nur mal die Pfanne kurz ein bisschen höher, dass es ein bisschen Gas gibt, weil wir ja nicht ewig Zeit hier haben. Ich habe jetzt aktuell 7 Likes auf dieses Video bei 12 Zuschauern. Da danke ich den 7 Leuten und die restlichen 5 Leute. Ihr müsst euch schämen, ihr müsst euch schämen. Lasst einen Daumen da. Däumchen wären Träumchen, sagt man ja so schön. Oder ihr könnt mir auch ein Dislike geben oder was auch immer. Und wenn die Videos nachher fertig sind, könnt ihr die kommentieren ohne Ende. Was ich hier gerade in der Hand habe, ist eine Reibe. Weil ich habe ja hier noch den Käse. Ich höre jetzt, dass die Pfanne wieder anfängt ein bisschen zu brutzeln. Deswegen kurz runter, weil wir wollen es ja wie gesagt auslassen. Also nicht ausschalten im Sinne von auslassen, sondern das Fett quasi rausschmelzen. Jetzt nehmen wir uns kurz noch einen Teller. Und raspe mal eben den Käse. Dazu haben wir einfach ein bisschen Cheddar im Block. Das sieht man so ein bisschen von der Einstellung her. Ja, so in etwa. Quasi wenn ich mit links reibe, es geht mit links, dann sieht man auch, was ich hier veranstalte. Wobei Käse reiben jetzt nicht so die hohe Kunst ist.
Aber für die Leute, die so extrem zwei linke Hände haben, dass sie sich da die Finger weghobeln würden, man kann den Käse natürlich auch fertig gerieben kaufen. Der Vorteil bei selbstgeriebenem Käse ist, ihr könnt zum einen definieren, wie groß ihr den Käse rein wollt, also wie grob. Ich habe jetzt hier etwas gröbere bei mir an der Reibe. Ihr könnt natürlich auch das feinere nehmen, ist euch selbst überlassen. Und ein Vorteil, zumindest für die Leute, die Low Carb machen wollen, in dem geriebenen Käse ist immer irgendwas, was stärkehaltig ist als Trennmittel drin, was Kohlenhydrate sind, und die spart ihr euch natürlich, wenn ihr selber reibt. Ich muss sagen, so mit links reiben ist schon ein bisschen, als wäre man behindert. Aber geht alles. Das machen wir quasi mit links. Auch hier könnte man jetzt natürlich auch wieder eine Küchenmaschine machen, benutzen können. Aber bevor ich die aufbaue, den Käse da durchjag, wieder abbaue, sauber mache, nee, ist das ja auch schon einiges einfacher. Mir rutscht gleich die Brille von der Nase, wenn das so weitergeht, aber zum Glück hält sie. Der Bacon verliert jetzt auch so ein bisschen sein Fett. Das ist gut, da kriegt quasi sein Fett weg. Und wenn Jenny zuschaut, weiß ich gar nicht, schauen Rico und Fiona auch zu? Wenn ja, dann grüße ich euch. Wenn nicht, dann grüße ich euch nicht direkt. Dann müsste Jenny mal bitte die Grüße ausrichten. Und es könnte sein, dass Frank zuschaut als neuer Zuschauer. Dann grüße ich euch auch mal, Frank. Weil vor 2 Wochen wollte er schon zuschauen, hat es dann verpasst. Letzte Woche habe ich ja nicht gesendet. Dann vielleicht diese Woche. Und wenn nicht, tut auch nicht schlimm. Und ja, ich labere gerade einfach sehr viel. Einfach nur, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken und euch nicht zu Tode zu langweilen, wenn ihr mir nur zuschaut, wie ich hier Käse reibe. Auf der Käse reibe. So, dann lüften wir das Geheimnis. Wer hätte das gedacht? Käse. So, hier, das Fett tritt schon aus, das ist schön. Bisschen mehr darf noch. Der Käse darf hier auch noch ein bisschen stehen bleiben. Hier das Brett schieben wir wieder hin. Wegen der Spiegelung vom Licht. Und schalten nochmal die Kamera um. Weil ich noch euch schaue. Ja, die Reibe funktioniert reibungslos. Anne bastelt gerade eine Hollandaise. Ja, Falk, also ich habe auch den Ansporn, die Leistung bis zum Ende durchzuziehen, denn ich möchte ja unbedingt was zu essen haben. Und Frank ist da. Hallo Frank. Ja, nein, nächsten Sonntag bleibt dabei. Wir müssen uns nun mal auskaspern, was wir Schönes kochen wollen. Weil nächsten Samstag, schwer zu sprechen heute, nächsten Sonntag ist es soweit, da habe ich wieder einen Gastkoch bei mir, den lieben Daniel. Und wir wissen, dass wir kochen wollen, auch nicht, was wir kochen wollen. Schauen wir mal. So, der Speck ist jetzt soweit, dass wir den Herd mal ein bisschen Vollgas geben können. Weil jetzt kommen die Zwiebeln dazu. Die werden in dem Baconfett ein bisschen mit angedünstet, angebraten. So. Hier können wir schon ein bisschen Ordnung schaffen nebenbei.
weg damit. So. Wenn ich wieder hochkomme vom Biomüll quasi, schalten wir auch die Kamera wieder um. So. Wie gesagt, das ist jetzt schön in diesem Baconfett. Das heißt, ihr braucht auch kein weiteres Fett hinzugeben oder so. Oder Öl oder was auch immer zum Braten nehmt. Weil die coole Sache ist einfach, das schmeckt viel besser, wenn man Baconfett nimmt. Alternativ hätte man auch sowas nehmen können wie Butterschmalz oder so. Einfach was ordentlich lecker ist. Ich sehe gerade, dadurch, dass die Kamera mich normalerweise beim Kochen aufnimmt, ist, wenn ich direkt davor stehe, die Facecam einfach zu niedrig. Dann muss ich schon in die Hocke gehen oder so. Hallo, ich bin im Fernsehen. Mein Sohnemann denkt sich gerade, Alter, ist der Papa peinlich. Aber können wir gerade nicht ändern. So, alles so ein bisschen aus dem Weg, was wir gerade nicht brauchen. Wer sich wundert, was ist mit dem Brokkoli passiert, der kommt auch gleich noch. Mal kurz nach euch schauen. Die Kameraperspektive gefällt bei so einem Mann mit dem schwarzen Balken. Was für ein schwarzer Balken denn? Hä? Also ich sehe gerade keinen schwarzen Balken. Also mein Sohn meint gerade, ich müsste neue Schippe drauflegen, um ihm peinlich zu sein, oder er müsste daneben stehen. Das habe ich ja schon angekündigt. Also, wenn du zu Besuch mal bist und es ein Sonntag ist, dann kochen wir zusammen. Und dann kochen wir sogar die immer wieder gewünschten Falafel. Also zumindest die von dir gewünschten Falafel. Deswegen auch für alle anderen Gastköche, die mit mir kochen wollen, das Gericht ist schon mal raus. Das ist für meinen Sohnemann reserviert. Die Pfanne können wir kurz wieder ein bisschen runterdrehen. Die purzelt jetzt schön. Ich schaue mal schnell in die Flasche, wie spät das ist. Ja, jetzt ist er soweit. In der anderen Perspektive. Ach, hier. Ja, ich weiß auch nicht, was da heute mit der Kamera los ist, weil normalerweise ist es ja bildschirmfüllend. Aber heute möchte die Kamera zumindest in der anderen Ansicht das nicht bildschirmfüllend anzeigen. Das ist einfach Technik, die begeistert hin und wieder. Das ist quasi CinemaScope, aber falsch herum. Sogar Bacon hat jetzt ein bisschen Farbe bekommen. Die Zwiebeln sind jetzt auch leicht glasig. Wir machen noch eine ganz kleine Sekunde, dass sie noch ein bisschen mehr glasig werden, auch noch nicht braun. Das geht ja super fix. Und nein, hier unten, das ist nicht angebrannt oder so. Das ist einfach vom Braten. Und das wird auch gleich mit quasi verwendet. Jetzt komme ich da Brokkoli mit rein. Und dazu ein bisschen Hühnerfond. Das sind so ja, 250, 280, 300 Milliliter. Irgendwas geht in die Tasse hier rein. Jetzt rühren wir einmal hier über den Boden drüber.
Dann alles, was gerade eben in der Pfanne braun war, hat sich sofort gelöst. Ist jetzt mit in dieser Brühe drin. Hat den Vorteil, dass es Geschmack. Jetzt kurz einen Deckel drauf. Damit es quasi ein bisschen gedämpft wird, deswegen Vollgas. Dann verfliegt die Brühe so ein bisschen und dämpft damit den Brokkoli. Dann heben wir den Deckel ab, lassen das komplett verdampfen. Und dann ist der Brokkoli soweit gegart, wie wir das haben möchten. Und dann kommt das Ganze in den Ofen, alles zusammen. Deswegen haben wir den schon mal vorgeheizt, dass er genügend Hitze hat. Hier machen wir kurz das Küchenfenster auf, weil hier die kleine Küche auch ein bisschen zu viel Hitze hat gerade. Draußen sind wieder Hitchcocks Vögel unterwegs. Ja, so 250 ml geht theoretisch in die Tasse rein, aber dann ist er nicht so voll, wie es gerade eben war. Deswegen sage ich ja, wird ein bisschen mehr gewesen sein, da es also nahezu randvoll war. Aber wir haben ja hier einen Messbecher, der gerade nicht gebraucht wird. Da können wir das Ganze ja nochmal mit Wasser nachstellen. Für die Klugscheißer unter euch. Oder Pedanten oder was auch immer. Oder die, die es genau wissen wollen. Also in diese Tasse ging rein 320, 340, also sagen wir 330 Milliliter gehen in diese Tasse rein, wenn sie so randvoll war wie gerade eben. Dann können wir auch schon mal ein bisschen was in die Spülmaschine schmeißen. Alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Einfach weg damit. So, mit O. Dann wäre das auch schon mal wieder weg. Die Reibe kann auch mit in die Spülmaschine. Packen wir hier mit rein, so. Und dann die Schüssel mit nach unten. Und weiter geht's. Wie man jetzt hier sieht, das blubbert vor sich hin. Genauso wollten wir es haben. Das reicht schon. Wir wollen es ja nicht zu Brei zerkochen. Jetzt einfach schön die Flüssigkeit weg, aber den Pfannenwender habe ich gerade schon voreilig entsorgt. Dann nehmen wir uns einfach einen Kochlöffel. Einmal ein bisschen umrühren. So. Habt ihr sonst noch Wünsche, Probleme, Anregungen, Dinge, die ihr wissen wollt? Weil jetzt warten wir mal wieder, dass hier was passiert. Aber wer meine Streams kennt, das ist ja alter Nachteil an live. Ist es wirklich live. Es ist nichts geschnitten, kein doppelter Boden. Wenn was schief geht, geht was schief. Und wenn wir auf irgendwas warten müssen, müssen wir auf was warten. Deswegen wird es auch niemals einen Livestream geben, wenn ich zum Beispiel Pulled Pork mache, weil 11 Stunden einfach nur warten wäre auch doof. Wobei ich ja schon gesagt habe, also wenn ich mal 1000 Zuschauer habe, mache ich auch mal so einen Marathon-Stream. Nicht 1000 Zuschauer, 1000 Abos. Und ja, klingt nach großer Fresse, aber das wird in absehbarer Zeit nicht passieren. Ich habe jetzt irgendwas, ich glaube 85, 90 in der Dreh. Das heißt, bis zu 1000 sind es noch ein paar Tage. Und wenn ich die 1000 erreicht habe, kann man das auch machen. Da gibt es noch irgendein Beiwerk quasi, was man nebenbei machen kann. Zum Beispiel eine Barbecue-Soße kochen, also nicht die schnelle, die ich schon mal hier gezeigt habe, sondern wirklich lang und ausgiebig auch das köcheln lassen.
warum mache ich das Ganze jetzt eigentlich mit dem Brokkoli? Weil wenn ich das einfach direkt in die Auflaufform gegeben hätte, wäre der einfach viel zu fest gewesen nachher. Und so ist die Konsistenz weich, aber nicht irgendwie matschig, sondern halt angenehm weich. Hin und wieder mag ich Brokkoli oder Blumenkohl oder was auch immer an Gemüse auch knackig. Aber hier in dem Gericht, finde ich, passt das besser, wenn das wirklich schön weich ist. Ja, Conny, was wir Sonntag kochen, das weiß ich noch gar nicht. Ich habe deinen Mann schon mal gefragt, aber bis jetzt wissen wir nur, dass wir Low Carb kochen wollen. Was jetzt hier auf dem Stream jetzt auch nicht ganz so verwunderlich ist. Aber noch haben wir nichts abgekaspert. Hier mal kurz ein bisschen Platz schaffen, dass es ein bisschen schneller wegköchelt. So. Ja, also ich esse auch Gemüse. Auch wenn böse Zungen immer behaupten, würde ich nie tun. Aber wie man da sieht, Gemüse ohne Ende. Vor allem hier dieses rötliche Gemüse. Ist was Feines. Quasi dieses Schweinegemüse. Und an sich esse ich ja Gemüse, es muss nur schmecken. Und deswegen irgendwie so Wirsing, Eintopf oder sowas. Nee, danke. Und wie man sieht, ich esse Blumenkohl, ich esse Brokkoli, Mischgemüse, Salat, wenn ich ihn gemacht habe. Oder wenn ich irgendwo zu Besuch bin und dann wird aus Höflichkeit einfach gegessen, was auf den Tisch kommt. Außer wenn es Austern wären. Also Austern habe ich zu oft probiert, aber habe ich ja schon erzählt, und zu oft festgestellt, dass es einfach nichts für mich ist. Sowohl geschmacklich als auch von der Konsistenz. Dann würde ich ja noch lieber Tofu essen als Austern. Und Tofu habe ich auch hier. Kann ich euch zeigen. Da. Ist doch Tofu, oder? Also schmeckt zumindest so ähnlich. Ja, Anna hat mich auch schon Pak Choi essen sehen und Möhren und überhaupt und ja. Was zum Beispiel auch ein leckeres Gemüse ist, sind gegrillte Peperoni. Kann ich echt nur jedem wärmstens empfehlen. Natürlich begleitet von einem sehr leckeren Gyros oder Bifteki oder Souvlaki. So, ich würde sagen noch so 5, maximal 10 Minuten. Dann geht es auch hier endlich mal weiter. Der Ofen ist jetzt auch endlich vorgeheizt. Der ist nämlich auch nicht mal das schnellste. Ja, Lukas hat Tofu geschmeckt. Aber das ist okay. Ich habe höchstens dagegen, wenn Leute Austern essen oder Tofu essen, das lecker finden. Geschmäcker sind ja zum Glück auch verschieden. Wäre langweilig, wenn alle nur dasselbe essen wollen würden. Und dann blieb weniger für mich übrig. Wie sieht das eigentlich auf der Kamera aus, wenn das immer wieder in Nebelschwaden versinkt? Geht das? Ja, geht. Genau, Falk. Low Carb ist Fleisch. Deswegen ist auch Low Carb für mich eigentlich die perfekte Ernährung. Weil Fleisch und Fleisch ist immer Low Carb. Aber ich muss mal kurz die Kamera ein bisschen verdrehen, damit man
wenn ich da hinten stehe, mein Gesicht ein bisschen sieht. Ist der Vorteil, wenn man so eine selbstgedruckte Halterung hat, dann kann man das auch mal ändern. Guck mal kurz, sieht man mich jetzt? Ja, sieht jetzt einigermaßen passabel aus mit Gesicht und nicht immer nur abgeschnitten. Deswegen hier wieder kurz das Fenster wechseln, damit ich auch sehe, was ihr so schreibt. Rotkohlsteaks mit Gulasch gekocht. Ja, aber Gulasch braucht immer so lange. Das macht sich in so einem Livestream dann ein bisschen ungünstig. Was ich auf jeden Fall demnächst mal hier im Stream machen werde, ist ein Mac and Cheese. Und natürlich nicht mit Macaroni, auch nicht mit meinen Low-Carb-Nudeln, sondern wie soll es anders sein, mit Blumenkohl. Das ist ja sogar Running Gag hier, dass ich allen Blumenkohl dieser Welt vernichte für Low-Carb-Essen. Da habe ich letztens mich ausprobiert, auch selbst eine Gewürzmischung quasi dafür zusammen kreiert. War echt lecker. Sag ich zumindest und auch meine Frau. Und auch da wieder relativ viel Gemüse und relativ wenig Fleisch. Aber dafür das Beste, was es gibt, zumindest geschmacklich, Bacon. Ich weiß gar nicht, ich hatte das hier gerade bei den Mengen erzählt, also logischerweise ein Brokkoli und der Bacon war ja, so um die 200 Gramm waren das. So, der Brokkoli, wenn man hier drauf drückt, hat auf jeden Fall noch feste Konsistenz, aber ist schon ein bisschen ja, angeweicht oder wie auch immer. Und oben direkt die Enden sind jetzt so in der Konsistenz, wie wir sie haben wollen. Und die Flüssigkeit ist auch fast komplett weg. Das ist also sehr gut. So muss das sein. Und wir haben ja vorhin schon von der Quiche-Lorraine-Polizei erzählt, die mich festnimmt. Deswegen gibt es auch heute meine Quiche nicht in einer runden Form, in einer Quiche-Form, sondern ich habe hier so eine eckige Edelstahl-Auflaufform. Und wie sich das natürlich gehört, für Küchenutensilien gekauft beim schwedischen Möbelhaus. Denn da sind die Edelstahlformen ja bekannt, die große, die kleine. Und auch sonstiges Zubehör, jeder, der grillt, kennt das. Gibt es auch so einen Topfdeckelhalter. Das ist kein Topfdeckelhalter, das ist ein Spare-Ribs-Halter. Damit kann man schön die Racks auf dem Grill stapeln. Wie lange streamen wir denn eigentlich schon? Mal kurz gucken. Was sagt die Zeit? Seit 48 Minuten, 5 Minuten am Anfang quasi weg. Vatu Loku, moin moin, hallo. Cordon Bleu mache ich auch mal, definitiv, das steht auch auf meiner Liste. Uschi möchte Frankfurter grüne Soße mitbringen, okay. Mac and Cheese wie Moneyboy moderieren. Ja. Ob ich das wie Moneyboy machen kann? E-Bims. Ein Lauch. Von der Neißigkeit her. Oder so. So. Da sieht man jetzt noch so ein bisschen Restflüssigkeit da unten drin. Der kann bleiben. Beziehungsweise wir lassen das jetzt noch 2 Minuten köcheln und dann der Rest kann bleiben. Es muss nicht also komplett ausgetrocknet sein. Aber es sollte halt nicht so sein, dass wenn man das gießt, dass dann Unmengen an Flüssigkeit noch mitkommen. Und so wie man es jetzt sieht, sieht das sehr gut aus. Dann füllen wir es wie gesagt gleich um.
Dann kommt die Ei-Sahne-Milchmasse da drüber. Was ich jetzt noch dazu mache, einfach weil wir es gerne ein bisschen schärfer mögen, da wird jetzt auch wieder jeder von der Kiesch-Lorraine-Polizei kommen und sagen, nein, den müssen wir verhaften. Denn einfach einen kleinen Spritzer Sriracha da rein. So. Einfach für eine kleine würzige Note. Ist ja nur für uns. Und auch so ein bisschen von den Chipotle-Tabasco. Müsst ihr natürlich nicht und gehört logischerweise auch nicht in eine Quiche rein. Aber ich bin der Koch. Und ich bin derjenige, der es isst. Und dementsprechend kommt da rein, was mir schmeckt. Was ist ein Vorteil, wenn man selber kocht? Ihr könnt da echt alles reinschmeißen. So. Jetzt alles schön in die Auflaufform. Wenn da so ein bisschen Brokkoli in der Pfanne ist, gar kein Problem. Wenn auch noch Bacon in der Pfanne ist, ganz schlimm. Es muss wirklich jedes Fitzelchen Bacon mit in die Auflaufform, weil sonst schmeckt es nachher nicht. Weil ich habe noch nie gehört, dass jemand an Unterbrokkolierung quasi gestorben ist, aber Unterbaconung, das ist echt eine ernste Sache. Damit sollte man nicht spaßen. So, das verteilen wir jetzt hier. Dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Nun kommt die Ei-Sahne-Masse da drüber. Und es heißt ja, das Auge ist mit. Und wir haben ja das Problem, das Auge sieht Gemüse. Deswegen Käse, um das Gemüse zu verstecken. Und bekanntlich ist ja mit Käse nochmal alles besser. So. Und nun das Ganze in den Ofen. Wie gesagt, auf 200 Grad vorgeheizt. Und jetzt muss das Ganze schön stocken. Dauert auch wieder so 20 Minuten, 30 Minuten. Deswegen heißt es wieder warten. Stimme. Die Uhr ist noch auf 20 Minuten. Hier ein bisschen Käse vom Herd runter. Und dann schauen wir noch kurz nach euch, während wir wieder warten. Kamera umschalten, so. Der Falk muss weiter. Schönen Sonntag wünsche ich dir. Bis demnächst. Mein Sohn und Mann, der Rapper. Finde ich irgendwie schon ein bisschen niedlich. Muss ich so sagen. Jetzt schauen wir mal wieder die Flasche, wie spät das ist. Ja, jetzt ist er soweit. Die Frage, hat Uschi gerade Falk verabschiedet bis nächste Woche oder seid ihr jetzt auch raus? Fragen über Fragen. In der Zwischenzeit können wir das Spiel, wir befüllen die Spülmaschine wieder etwas weiter treiben. Deswegen alles hier rein. Was nicht bei 12 Bäumen ist, und bevor jetzt jemand sagt, aber das ist Holz, du darfst keinen Holzkochlöffel da reinstecken. Doch, darf ich. Denn
Erstens ist es mein Holzkochlöffel. Das heißt, wenn der kaputt geht, ist es meine eigene Schuld. Und zum anderen weiß ich, dass sie aus einem Stück sind und nicht irgendwie zusammengeklebt. Und somit überleben die das. Ich habe bis jetzt einen einzigen Pfannenwender mal verloren. Aber nicht an die Spülmaschine, sondern an Chili con Carne. Ist mir einfach beim Rühren N2 gebrochen. Aber das durfte dann mal sein, weil der war so 12, 13 Jahre in etwa. Jetzt muss man ein bisschen näher kommen. Ja, nein, also das hier ist eine sehr kleine Küche. Da wirst du nächste Woche deinen Spaß dran haben. Da ist nichts mit Ausbreiten oder so. Aber kriegen wir schon hin. Eine U-Boot-Kombüse ist kleiner. Und die haben ja schon 3 andere Leute zumindest live gekocht. Und das wird schon klappen. Müssen wir mal gucken, wo wir dann welche Kamera aufhängen und hinkleben, saugen, dübeln oder was auch immer. Aber kriegen wir schon hin. Ja, wie gesagt, man kann es in die Spülmaschine klatschen, ist kein Problem. Außer wenn man so ganz billiges Zeug hat, was teilweise auch irgendwie aus Bambus zusammengeklebt ist oder anderen Hölzern generell alles, was geklebt ist, sollte man nicht in die Spülmaschine schmeißen. Deswegen auch meine Schneidbretter hier, die so, aber die werden pantgespült, weil die sind halt wirklich aus einzelnen Leisten zusammengefügt geklebt und das hält das nicht so unbedingt aus. Aber ansonsten geht das. Ich habe früher mal einen Fehler gemacht, wirklich so ein Schneidebrett mit in die Spülmaschine geschmissen und dann ist es wirklich an der Klebestelle einfach aufgerissen. Deswegen macht das nicht. Oder ihr müsst euch ständig neue Schneidbretter holen. Und ich mag einfach die Schneidbretter aus Holz lieber als aus Kunststoff oder aus Glas. Glas sollte man generell nicht nehmen für die Messer oder wegen den Messern. Ihr kennt das ja, ich habe so einen kleinen Küchenmesser-Fetisch zumindest hier, was dieses Messer angeht. Und das soll scharf bleiben. Und deswegen kümmere ich mich auch ein bisschen drum. Ja, also daher an Kameras an sich mangelt es hier nicht. Sondern wir müssen halt nur gucken, wo wir die montieren und so. Und für ein iPhone finden wir bestimmt auch noch ein Plätzchen. Da eventuell, wenn du noch ein Stativ hast, könnten wir das verwenden für ein iPhone. Oder alternativ, ja, müsstest du mir mal sagen, was du für ein iPhone hast. Dann muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendeinen Adapter mal schnell druck. Dann kriegen wir das auch irgendwo mit aufgehängt. Aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Wir haben jetzt aktuell ungefähr so eine Viertelstunde noch vor uns, bis das Ganze fertig ist. Wie sieht es denn eigentlich mit der Hollandaise von Anna aus? Die hat ja erzählt, dass sie nebenbei Hollandaise macht, beziehungsweise hauptsächlich Hollandaise macht und nebenbei zuschaut. Da würde ich ja fast auch drauf tippen, dass es heute bei Corneliusens ein Gericht mit Spargel gibt. Würde so Sherlock behaupten. Und ich sehe gerade, mein Kaffee ist fast alle in der Kaffeemaschine. Da werde ich morgen früh mal nachgießen müssen. Aber ich habe mir erst Freitag frische Bohnen geholt. Aus einer sehr leckeren Rösterei hier in Leipzig. Die Hollandaise ist super geworden. Das freut mich aber. Ich pack mal das Sriracha wieder weg. Wo ich gerade Sriracha gesehen habe, oder in der Hand hatte, ich habe letztens ein Video gesehen mit Gordon Ramsay und
Johnny von Dingskirchens nach Jackass. Die haben auch zusammen gekocht und er hat sich dann erstmal gemütlich ein bisschen von dieser Tabasco-artigen Soße, die sie dabei hatten, ins Auge geschmiert. Immer noch verrückt, aber irgendwie auch lustig anzuschauen, wie sich andere Leute, ich weiß nicht, warum man sowas macht, wie sich andere Leute einfach mal so eine scharfe Soße in die Augen schmieren und dann feststellen, dass es wehtut. Ja, Daniel, wir können gerne Spargel machen. Und ja, Spargel mit Schinkenröllchen oder Spargel mit einem schön panierten Schweineschnitzel dazu, könnte man tun. Wäre eine Idee für nächste Woche. Und du kannst ja zum Beispiel eine Hollandaise auf klassische Art und Weise zaubern. Und ich mach mal so eine Blitz-Hollandaise mit dem Pürierstab, wie sie zum Beispiel auch der Herr Melzer gerne mal macht. Da haben wir so beide Varianten auch im Vergleich. Wäre zumindest eine Idee, was wir nächste Woche kochen können. Spargel-Cordon Bleu. Klingt spannend, Anne. Ist dann das Schnitzel mit Spargel gefüllt oder mit Spargel und Käse oder mit Spargel, Schinken und Käse oder wie muss man sich das vorstellen? Und gibt es das heute bei dir, Anne, oder ist das nur generell, dass du das Rezept an sich gesehen hast? Genau, Lukas, hast recht. Also, wenn man sich Tabasco in die Augen schmiert, bevor man die Zwiebel schneidet, dann sind die Zwiebeln nicht, dann sind die Augen nicht am Tränen von der Zwiebel. Das hilft echt ungemein. Anne, schickt mir das Rezept, da bin ich schon gespannt. Muss ich mir dann unbedingt nachher mal angucken. Weil wir mögen ja Spargel und Cordon Bleu mögen wir auch. Hat man auch gesehen, zum Beispiel an dem interessanten Cordon Bleu, was wir aber gebastelt haben, das Leberkäse-Cordon Bleu. Noch 11 Minuten. Die Spannung steigt. Wer jetzt nachher nicht nachgucken möchte, ob das denn schon fertig ist, könnte da auch ein Bratenthermometer reinstecken. Und dann einfach auf die Temperatur achten. Aber ich mache es zwar gerne mit Temperaturmethode bei irgendwelchem anderen Zeug, weil es super einfach ist, aber hier reicht mir ein Messer. Das stecke ich nachher einfach kurz rein. Also beziehungsweise wenn es optisch schon fertig aussieht, dann teste ich das erst, wenn es von außen noch aussieht, als ob es so noch flüssig ist, dann brauche ich es nicht zu testen. Aber wenn es von außen fertig aussieht, kurz das Messer reingesteckt. Wenn das Messer wieder sauber rauskommt, ohne dass das dran klebt, dann ist auch die Quiche soweit. Da kann ich mir auch schon mal einen Topflappen besorgen gehen. Gehe ich mal kurz auf Wanderschaft und angekommen. Da habe ich hier zwei Topflappen. Auf denen Darth Vader drauf ist, also außen ist die dunkle Seite der Macht quasi. Wir sind jetzt etwas über eine Stunde live. Aktuell sind es noch 10 Zuschauer, die es noch aushalten. Ja, also da gebe ich recht, Lukas. Also bei so einem Weg, da kann man sich echt verirren. Aber ich habe ja zur Not mein Handy dabei gehabt. Also ich hätte entweder die Navigation angemacht, um zu gucken, ob vielleicht Indoor-Tracking funktioniert. Ansonsten hätte ich auch mit dem Handy Hilfe rufen können. Aber
ging ja gerade nochmal gut. Die Uhr sagt noch 9 Minuten. Die Masse sagt definitiv noch nicht. Da geben wir mal noch ein bisschen mehr Power. Weil, wusste ja schon Tim Taylor, mehr Power. Reh mit Spargel. Könnte man auch machen. Aber wie gesagt, das quatschen wir noch ab, Daniel. Was sagt denn die Frau dazu? Die ist so still gerade. Also, meine. Ist die noch anwesend? Wo ist denn die Waldraut eigentlich heute? Der hat sich auch nicht zu Wort gemeldet. Fragen über Fragen. Die Frau ist anwesend und ausgehungert, ja. Essen gibt's gleich. Und ja, eine Reh kann man auch bei 20 Grad essen. Also man kann auch im Hochsommer Glühwein trinken und Stollen essen. Man muss es einfach nur machen. Aber da die Frau ja anwesend ist, was sagst du denn zu Reh und Spargel nächsten Sonntag? Also jetzt wäre ich langsam ein bisschen ungeduldig, einfach weil ich auch Hunger habe. Aber dauert ja alles seine Zeit. Weil zum Glück kochen wir auch selbst und es gibt keinen Replikator für Essen. Man kann zwar inzwischen zumindest Fleisch aus der Retorte basteln. Ist zwar ein bisschen teuer. Man kann auch Schokolade mit dem 3D-Drucker drucken. Geht alles. Okay, also die Frau sagt, Reh und Spargel passt. Ja, nein, also vorher essen ist natürlich eine Variante, damit man nicht hier hungrig ist. Aber ist natürlich ziemlich doof, wenn ich koche und dann keinen Hunger mehr habe. Und deswegen muss ich zumindest warten. Da habt ihr einen Vorteil. Ich hätte mir jetzt natürlich auch noch eine Gurke reinziehen können oder so, die hier so rumliegt. Denn es gibt noch mehr Gemüse hier in diesem Haushalt. So ist es nicht. Und ich habe auch sogar noch frischen Blumenkohl da. Oder Bratwurst habe ich auch da, die ich mir jetzt noch schnell braten könnte oder grillen könnte. Aber ich sage einfach mal, wenn ich schon mal die Quiche gebacken habe und dann warten wir mal ganz kurz, dann ist sie auch bestimmt bald fertig. Ja, Schatzi, keine Sorge, die Gurke lasse ich in Ruhe. Ob noch Obst im Haus ist, also wir haben auf jeden Fall TK-Erdbeeren, das weiß ich. Und wir haben auch noch frische Erdbeeren, die hier im Kühlschrank sind, die gerade keiner sieht. Also Lukas, auch für Obst ist gesorgt. Ansonsten gibt es auch noch flüssiges Obst. Genau, da, also was mit Sparschöl gibt es auf jeden Fall. Da habe ich auch einen schönen Sparschöler. Der hat sich gerade versteckt vor mir. Hä, da ist er. Hier, damit kann man schön Sparschöl schölen. Also, nächste Woche Sonntag, könnt ihr schon mal drauf einstellen. Ich koche mit Daniel. Wer jetzt bei YouTube zuschaut, das ist der Gastro-LE. Und es gibt was mit Spargel. Ja, Schatzi. Ob das wegen Psycho-Andreas ist oder nicht mit dem Obst im Haus, das ist mir egal. Weil meinen Kaffee habe ich getrunken, aber beruhigt habe ich mich jetzt nicht.
Nee, ich bin nicht so Frauentausch und Psycho-Andreas-affin. Also ich weiß, dass der in der Industrie gearbeitet hat. Und ansonsten kenne ich noch Dinandin, The Brain mit ihrem Erdbeerkäse. Bio ist für mich Abfall. Und dann kenne ich noch den komischen Typen aus Dresden, der die Pandemie sehr gut überstanden haben wird. Zumindest was Klopapier angeht, weil der weiß, wie man mit einem Blatt auskommt. Wie gesagt, die Gurke futter ich hier nicht weg. Deswegen esse ich auch gar nicht so viel Gemüse. Weil ich würde gerne jeden Tag von morgens bis abends nur Gemüse essen. Aber leider sagt meine Frau, sie möchte das haben. Und deswegen muss ich dann doch gezwungenermaßen das Fleisch essen. Weil einer muss ja. Und ich opfere mich da halt dann auf. So. Auf jeden Fall, Feuchtigkeit kommt raus. Noch einen Moment. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt nach 3 Minuten, dann stellen wir es mal auf 10 hoch. Das dürfte dann funktionieren. Weil das Messer ist noch ein bisschen feucht, aber ein bisschen auch nicht so, dass es zu viel ist. Ja, Obstgemüse enthält Zucker, kommt natürlich drauf an, was für Obstgemüse. Aber so ein Schnitzel enthält meistens weniger Gemüse und auch Bacon. Weniger Gemüse, aber natürlich auch weniger Kohlenhydrate, das stimmt schon. Und ja, ein Obstler ist noch hier, dann habe ich definitiv einen Whisky, der im Cherryfass lag und so. Da gibt es also gut was an Obst, auch in flüssiger Form. Und nee, Schmutzis haben wir hier keine, weil Schmutzis, sagt ja der Name schon, sind Schmutz. Und ja, das muss so klingen mit dem Zischen TZ. Das ist so ein Insider. Stimmt's, Schatzi? Wir können ja schon mal 2 Teller besorgen. Damit das mit dem Anrichten gleich klappt. Und für die Leute, die heute das erste Mal zuschauen und mich schon nicht kennen, anrichten kann ich nicht. Deswegen wird bei mir das Essen auch nicht angerichtet, sondern hingerichtet. Deswegen ohne Shishi, ohne Großdeko und drumherum einfach drauf. Guck mal, ist die Erdplatte eigentlich noch sehr heiß? Nö. Warm ist noch. Meine Frau sagt so mal, Hüftdischplaschischagen. Ja, so ein Insider bei uns. Und ich muss das jetzt so ein bisschen in meiner eigenen Aussprache oder Lautstärke drosseln, sonst würde euch das Trommelfell platzen. Das quietscht und zischt dann noch viel mehr. Also wir haben es jetzt geschafft, die Zuschauerzahl so weit zu reduzieren, dass sie mit den Likes übereinstimmt. Tischplaschi. Ja, ja, Schatschi. So, hier noch einen anderen Pfannenwender, mit dem ich nachher das bisschen besser aus der Form rauskriege. Auch schon mal bereitlegen. Ja, nur 7 Zuschauer. 2 Mal davon ist Daniel, also noch 5 sind da. Einmal ist meine Frau, also noch 4 Externe. Das ist halt heute alles ein bisschen mehr mit Warten verbunden. Deswegen. Aber ich hatte ja gerade eben gesagt, ich habe irgendwas so 85 bis 90 Abonnenten hier. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es sind sogar schon 91 Abonnenten. Hätte ich euch fast einen Abonnenten unterschlagen.
Also die 1000 sind schon fast in greifbarer Nähe. Dann wird es dann auch Spare Ribs geben. Okay, mein Sohnemann schaut auf Handy und Xbox. Xbox am Fernseher und Handy zum Kommentieren. Und nächstes Jahr dürftest du Alkohol mitnehmen. Stimmt, Lukas. Solltest du dieses Jahr Corona-bedingt und zeitbedingt nicht mal hier sein, dann nächstes Jahr darfst du Alkohol mitbringen und auch trinken und auch nicht nur Bier. Ah, ist innen immer noch ein bisschen flüssig heute. Ich habe keine Ahnung, warum. Das gefällt mir nicht. Dann schieben wir das mal zumindest nach unten. Damit es mehr von der Unterhitze noch abkriegt. Also momentan ist Ober- und Unterhitze an. Aber oben ist es schon fester als unten. Deswegen einfach nach unten rein. Weil sonst haben wir gleich nur Brühe. So. Dann gehen wir nochmal 10 Minuten drauf, weil wie gesagt, unten, ganz unten war es doch zu flüssig. Da müsst ihr also jetzt noch eine Viertelstunde ausharren. Ja, ich weiß, meine Frau trinkt keinen Alkohol, aber zumindest hin und wieder ein Gläschen, ohne sich sinnlos zu besaufen, geht. Weil ich trinke ja auch Alkohol, aber ich würde jetzt sagen, dass bei mir so im Rahmen, dass man sich wieder Gedanken drüber machen muss, noch, dass es zu irgendwelchen Problemen führt oder so. Und solange es in den Maßen ist, nicht in Massen, in denen ich das trinke, geht das. Natürlich darf man Alkohol nicht schönreden. Also wer jetzt sich jeden Tag was hinter die Binde kippt und so, muss man sich schon Gedanken machen und auch nicht wundern, wenn es ausartet. Ich könnte mir kurz einen Thermometer nehmen, um das mal doch mal reinstechen. Um mal zu gucken, wie warm das denn unten ist. Also angeblich sind es schon 60 Grad, dann müsste es ja komplett denaturiert sein, aber irgendwie ist es unten noch nicht ganz gestockt. Aber wir gucken gleich nochmal rein. Kurz im Loch, was ich mir vorhin gebohrt hatte, noch ein bisschen nachbohren. Zu gucken. Ja, da ist es echt schon ein bisschen flüssig unten. Wie gesagt, habe ich ja gesagt, sollte am Messer nichts kleben bleiben. Und wenn wir jetzt hier mal kurz wieder die Kamera wechseln, auf diese Position, und ich meinen Bildschirm wechsle, wo ich das Messer hinhalte, hier sieht man das, da hängt noch Zeug dran. Und so sollte das nicht sein. Deswegen kann man auch wieder umschalten. Aber das ist halt das, wenn man live kocht. Von Space Frogs mit Alkohol. Also die haben ja relativ viel, da bin ich mal gespannt, was du mir schickst. Und wo wir heute gerade Brokkoli essen, die Space Frogs mögen auch Brokkoli. Wer die Space Frogs nicht kennt, das neueste Lied von denen kann ich euch ans Herz legen. Und die Space Frogs
hat noch kurzzeitig den Highscore in der CDU-Wahlkampf-App. Ist auch so ein geiles Stück Software. Da kann man für die CDU Wahlkampf betreiben und bekommt Punkte, indem man Dinge teilt. Man muss auch nicht wirklich teilen, man muss einfach nur zum Beispiel beim Android-Handy sagen, teilen und dann irgendeine App auswählen, die nichts anderes macht, außer zum Beispiel Zeug hin und her kopieren und dann das auch wieder abbrechen, aber die Wahlkampf-App erkennt, du hast was geteilt und kriegst dafür einfach mal 100 Punkte. Und ja, also man kann sich für die Punkte nichts kaufen oder so, aber man kann behaupten, dass man Wahlkampf betrieben hat. Und man kann auch eintragen, dass man von Tür zu Tür gegangen ist und Leute bequatscht hat, wie die Zeugen Jehovas. Wo ich mich auch frage, es ist Pandemie und bleibt mit eurem Arsch zu Hause. Aber nein. Aber auch da muss man keinen Nachweis bringen. Man kann einfach eintragen, ja, ich habe Leute angequatscht und irgendeine Adresse eingeben. Und selbst wenn bei der Adresse nichts ist oder bei der Adresse eine Mülldeponie ist oder sonst irgendwas, könnt ihr einfach eintragen. Und auch dafür gibt es Punkte. Das Einzige, was ist, wenn ihr als Name Karl Ransayer auswählt und auch das Foto von Karl Ransayer, dann werdet ihr so nach 6 bis 10 Stunden gesperrt. Ist aber auch kein Problem, denn ihr könnt irgendwelche Trash-Mail-E-Mail-Adressen verwenden. Also nicht, dass ich dazu jetzt irgendwie aufrufen würde oder so, nicht falsch verstehen. Aber so kann man die Leute zumindest ein bisschen ärgern. Habe ich mal gehört. Wurde mir mal irgendwie zumindest herangetragen. Und wer die Space Frogs an sich nicht kennt, ist wahrscheinlich zu alt. Also schätze mal, die Leute, die hier unter 40 sind, haben zumindest schon mal was von Space Frogs gehört. Bei den über 40 könnte problematisch werden. Aber die kennen wahrscheinlich alle. Rezo, den Zerstörer. Und aus dieser Bubble kommt das Ganze. So. Es ist immer noch ein bisschen viel Feuchtigkeit, die mir da entgegenschlägt. Kommen wir noch kurz hier rein. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Also das Loch, was ich da gebohrt habe, gerade um nach unten zu gucken, da blubbert es gerade schön raus. Das kann natürlich sein, dass sich da die Feuchtigkeit sammelt. Genau, meine Frau sagt, Dr. Freud ist auch für die Jüngeren garantiert ein Begriff. Und da gucken wir gerne mal zu, wenn die am Streamen sind, weil ist was Besseres als irgendwie das normale lineare Fernsehen und wir sind da doch relativ humorkompatibel, was die angeht. Deswegen schauen wir die relativ regelmäßig. Den Flo, den Olli und den Paul. Ich überlege schon, ob ich das wagen sollte, das einfach mal anzuschneiden. Weil reinschmeißen kann ich es immer noch. Das werde ich jetzt auch mal machen. Mal rausholen. Mal anschneiden, mal gucken. So. Hier, wo er so am Plubbern ist, das ist wie gesagt da, wo ich das Loch gebohrt hatte, um nach unten zu schauen. Deswegen einmal hier, beziehungsweise die Kameraperspektive wählen. So. Und hier, wie gesagt, war das Loch, wo ich mal reingebohrt habe. Machen wir mal so in der Größe.
Einfach mal, um das zu testen. Weil sollte das jetzt doch noch nicht ganz fest sein, kann ich es nochmal schnell in den Ofen schmeißen. Und dann ist das hier vorne halt quasi Rührei. Aber ich will es auch nicht zu lange drin lassen, damit es kein Schwamm wird. Nee, sieht cool aus. Das Problem ist immer nur, das erste Stück rauszubekommen. Das erste Stück wird meistens ein bisschen kaputt. So. Ja. Das erste, wie gesagt, ich habe gesagt, bei mir gibt es kein Anrichten, sondern Hinrichten. Dementsprechend sieht das erste Stück aus. Das zweite Stück sieht dann gleich schöner aus. Dann lösen wir hier nochmal am Rand. Und ja, in so einer Edelstahlform darf man auch mit dem Messer rumkratzen. Das ist alles unproblematisch. Sehr schön. Da bin ich doch ein bisschen wie begeistert, dass es kein Desaster geworden ist, sondern einfach nur eine Sekunde länger gebraucht hat. Herd aus. Und dann zeigen wir euch mal ganz kurz, was ich hier gebaut habe. Also wie gesagt, noch einmal für euch der Unfall, das hingerichtete Stück, Quiche. Und hier das etwas schönere Stück. Einmal so. Und dann hier auch inklusive Anschnitt mal in diese Kamera gehalten. So sieht das aus. Und ansonsten hätten wir noch diese Kameraperspektive. Sieht auch ganz manierlich aus. Einmal hier kurz umgeschaltet. So. Wunderschön, wunderprächtig. Wir lassen uns das gleich schmecken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke für alle Leute, die hier ein Like dagelassen haben, die es bis zum Ende durchgehalten haben. Und ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Genießt den Tag noch. Genießt das Restwochenende. Kommt gut in die neue Woche. Bleibt vor allem gesund und munter. Und ja, wir sehen uns nächsten Sonntag 17 Uhr in alter Frische. Mit Daniel dann als Gastkoch und es gibt was mit Spargel. Genaueres werde ich noch auf den bekannten Kanälen verraten. Eventuell, eventuell auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns Sonntag wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Euer Paul. Ciao.